Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde eines etwas sehr zählenden Let's Plays im Bereich hier von Pioneers of Pagonia. Im Bereich? Ja, ich bin einfach durch. Das Ganze zerrt ein wenig an meine Nerven, dass wir hier so gar nicht vorankommen oder zumindest nicht so vorankommen, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe jetzt wie viel? 35, das ist cool. Ist besser als nichts. Was haben wir hier mit der Holzwerkstatt? Warum tut sich hier nichts? Nee. Einen Augenblick. Wir haben da noch Leute. Okay. Ich speichere mal eben. Das muss sein. Sicherheit geht vor. Hallo, speichern. So, ja, ich weiß, ich habe schon x Spielstände, aber man kann ja nichts löschen. Zurück zum Spiel, da wollte ich hin. Bin ich das Problem? Man kann hier nichts löschen. Moment einmal. Können die von hier aus überhaupt angreifen? Mal so ganz nebenbei gefragt. Ich mach mal Folgen, das ist vielleicht besser. Nein, Erkundung und Dingenskirchen. Ich setze hier mal so einen Wachturm noch vorsichtshalber hin. Keine Ahnung, wie schnell der jetzt hochgezogen wird. Wahrscheinlich dauert das jetzt wieder ewig, wie immer. In diesem Spiel hier dauert ja im Augenblick alles ewig. Aber dann ist das so, dann müssen wir erstmal hier durch. So, einmal da, dann bitte schön einmal hier so eine Verbindung. Dann bitte hier bauen und zwar nach Möglichkeit so schnell wie möglich. Und dann brauche ich nicht diese Leute, ich brauche drauf 10 Stück. Kommt alles erstmal vorsichtshalber weg, damit da erst gar nicht irgendwie Missverständnisse entstehen können. So. Dann nehmen wir das jetzt auch noch mit. Ich hoffe, das klappt jetzt hier ohne großartige Probleme. Ich meine, gut, Probleme in diesem Spiel ist so der zweite Name. Das ist eigentlich mehr so nicht Pioneers of Pagonia. Probleme of Pagonia. Passt wesentlich besser. Ja. Ich kann ja nur noch rummeckern im Augenblick. Das liegt aber mehr oder weniger an meinen eigenen Problemen, die ich mir hier so selber so baue, glaube ich. So, da wird Kohle jetzt abgebaut von zwei Stellen. Heißt natürlich, dass das Ganze relativ schnell dann auch aufgebraucht sein wird. Dann ist das einfach so. Da habe ich nicht mehr genügend Soldaten, sehe ich gerade. Ja, Bronze, das ist genau das gleiche Theater. Der Kollege hier hat zwar Bronze, aber keine Kohle, die er nicht bekommt. Es ist ein einziges Jammertal hier im Augenblick. Das ist wirklich heftig. So, wie sieht es denn hier aus? Der produziert eigentlich Eisenschwerter. Hat aber kein Eisen. Er hat kein Eisen, weil diese Schmelzhütte nicht genügend Eisen produziert. Was da hat auch ein bisschen Kohle, aber produziert in erster Linie Silberbarren. Gut, ist jetzt auch nicht verkehrt. Auch die brauche ich nach wie vor. Ja, tolle Wurst. Wie sieht es hier aus? Wir hätten da noch einen Kollegen im Angebot. Ich bin mal auf 5. Und ja. Planierer sind auf dem Weg, das ist schön, dass die Planierer auf dem Weg sind. Auch die Steine sind auf dem Weg, das ist auch schön. Noch schöner wäre es natürlich, wenn die sich ein bisschen mehr beeilen würden. Das würde ich sehr gut heißen. So, okay. Schatzkammer ist ja jetzt nicht unbedingt voll, aber das ist schon ganz gut. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Immer. Ja, bitte. Wo habe ich denn da den DP Norik sitzen? Seht ihr mal zu, dass da das Wildschwein wegkommt. Das verscheucht mir hier die Leute. Wahrscheinlich komme ich auch deswegen hier nicht voran, weil hier ständig dieses verdammte Wildschwein meine Leute erschreckt und die Produktion hier aufhält. Wahrscheinlich ist es sogar das. Ganz nebenbei bemerkt.
Das geht so nicht. Ja, nicht nur, dass ich hier irgendwelche Werwölfe und Banditen und Diebe mir hier das Leben schwer machen. Es kommt auch noch so ein Wildschwein dazwischen. Und meint hier die Sau rauslassen zu müssen. Ist ja wohl nicht wahr. So, da sind es jetzt mittlerweile 12. Das ist cool. Wie sieht's hier aus? Zimmerer ist unterwegs. Wir haben fast alle Steine, die wir brauchen. Ich glaube, das letzte Steinchen könnte da gerade gebracht werden, so wie das aussieht. Macht ihr mal hier schön euren Job. Hier, sehr gut. Das Schwein hat seinen letzten Grunzer getan. Ich mal schwer hoffen. So, kommen wir jetzt hier langsam mal wieder voran. Da kommt Kohle an. Das ist schon mal nicht verkehrt. Läuft da die Eisenproduktion wenigstens an. Und alles andere müssen wir abwarten. Der letzte Silberbarren wird da gerade produziert. Okay, ich habe 16 Eisenschwerter und das sind jeweils 14. Moment, wo bist du? Ja. Da, alles klar. Alles klar. Okay, wie sieht das jetzt hier aus? Da hatte ich noch 5 in Auftrag gegeben, also rekrutiert, wenn man so will. Ich habe keine Holzsperre mehr. Ich habe eine Holzwerkstatt, die nichts zu tun hat. Dann machst du bitte mal, wo habe ich denn jetzt da? Hier waren die doch da. Also mach da mal so 10 Stück von. Da kannst du mal so 5 machen, glaube ich. Brauche ich noch. Ja, komm, hier Schilder. Man kann es auch nochmal so 10 machen. Das haben wir. Dann ist die schon mal beschäftigt. Hier wird erfreulicherweise der Wachturm hochgezogen. Das sind Gott sei Dank immer noch 12. War das nicht gerade mehr? Ist egal. Ist egal, Karl. So. Wenigstens das läuft. Das ist mal cool. Könnte besser laufen, aber was will man machen? So. Da, Kohle ist da. Silber ist nicht mehr so viel da. Ich glaube, der letzte Barren wird da gerade hergestellt. Ich habe hier noch 4 Silber. Silberbarren existieren. Da sind es noch 7. Und dann kannst du 7 Silberdegen herstellen, wenn genügend Kohle da ist. Und der kann noch 4 machen. Oh, nee. Okay, ich kann noch 4 machen. So. Okay, das Teil ist fertig. Die Leute sind da. Hier habe ich 25. Da habe ich jetzt noch 2 in Reserve. Ich speichere nochmal. Ich leg da mal vor, ist aber auch neuen Speicherplatz anders, mir ist egal. Nein! Was mach ich denn? Zurück zum Spiel. Wie bekloppt? Ja. War eine Frage. Okay. Wir haben da die netten kleinen Tierchen rumrennen. Dann würde ich mal sagen. Attacke. Hier. Jetzt heißt es Däumchen drücken.
Ja, also entweder sind das hier 10.000 Werwölfe, dann machen wir nichts. Immerhin ist jetzt hier im Augenblick mit Banditen relativ wenig zu sehen und auch irgendwelche Schemen scheinen da kein Unwesen treiben zu wollen. So, meine Leute kommen da angerannt. Ob das jetzt reicht, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe da sehr schlechte Erfahrungen mit diesen netten kleinen Tierchen hier gemacht. Und das kann jetzt genauso übel wieder ausgehen wie bei meinem Offscreen-Versuch. Das, ja, werden wir jetzt erleben. Okay. Die ersten Werwölfe fallen. Aber das heißt nichts. Solange da immer noch neue entstehen. Warum die jetzt nicht angreifen, weiß ich nicht. Was ist da los? Ah, jetzt. Das sind alles die da frisch geschlüpft sind, weil andere Leute da gebissen wurden. Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Boah, meine Herren. Endlich. Die sind wir erstmal los. Boah, was eine Erleichterung. Was für eine Erleichterung. Boah. Ich habe schon gedacht, das wird wieder nichts. So, die können wieder dahin zurück. Die können wieder... Moment, wo habe ich denn Pinorik? Dahin zurück. Oh mein Gott. Das lange, lange Warten, die Vorbereitungen, die Zeit, die das Ganze jetzt gekostet hat, euch auch die Nerven gekostet hat, bestimmt. Hat sich aber letzten Endes ausgezahlt. Wir haben diese Werwölfe hier weg. Es werden nicht die einzigen sein. Dafür ist die Insel zu groß. Also ich gehe davon aus, wir werden dann noch mehrere haben, aber wir haben eine Hürde genommen. Wir haben eine Hürde genommen. So. Jetzt ist die Frage. Wir brauchen Ressourcen. Hier habe ich Eisenerz. Wir haben ein bisschen Kohle. Das Gebiet gehört uns, wenn ich das richtig sehe. Das heißt erstmal Folgendes. Erkundung. Ich brauche hier irgendwie auf jeden Fall auch einen Wachturm. Den könnte man vielleicht hier so hinsetzen. Muss ja nicht genau da in die Ecke, wo dann alles blockiert wird. Ich könnte den möglichst nah versuchen, da so ranzuschieben. Machen wir noch ein bisschen Abstand, damit ich da noch Wege hinkriege und so weiter und so fort. Hier würde ich ganz gerne einen Wachturm hinsetzen. Wenigstens einen. Ich glaube, zwei wäre besser. So, auch hier versuche ich mir da so ein bisschen die Wege auch offen zu halten. So, zwei Wachtürme. Dann brauchen wir Bergbau. Wir brauchen, hier gibt es Eisen und Kohle. Hier ist Kohle, da ist Eisen, hier ist wieder Kohle, da ist auch Kohle. Wir haben viel Kohle, ein bisschen Eisen. Das heißt Kohletagebau. Wir brauchen hier eine Hütte für die Kohleproduktion. Wir brauchen also für den Eisenabbau und für den Kohleabbau entsprechende Einrichtungen. Boah, ich bin so erleichtert, ne? Ihr glaubt das nicht. Das hat mir so schwer auf der Seele gelastet, das Ganze. Ich fand das nur noch fürchterlich. Weil so gar nicht so vorwärts kommt. Ja, und dann immer nur Ärger hast, mit den ganzen Gegnern, die ganzen Säcken da. Entschuldigung, aber ist einfach so. So, Weg steht. Ist mir auch egal, aber Hauptsache, ich habe da einen Weg hin.
Und dann könnte ich jetzt hier anfangen, das Ding da hochzuziehen. Oder die Dinge da hochzuziehen. So, was ist schon wieder los? Ein Dieb. Ja, hier gibt es auch noch irgendwo Diebe. Da kümmern wir uns später drum. Ich muss jetzt erstmal hier zusehen, dass ich nur ein Gebiet hier weiter ausgebaut bekomme und vor allen Dingen entsprechend abgesichert bekomme. So, oh, wie sieht das hier aus? Da habe ich 10 Leute von rumrennen. Hier habe ich tatsächlich noch wieder 25 rumlaufen. Und ja gut, der ist jetzt nichts mehr, aber das ist egal. Ja, dann brauche ich jetzt... Naja, das kommt auch mit den Dieben, aber ich will mich mal gerne haben. Moment, Augenblick. Holzwerkstatt, wo finde ich denn die Geschichte jetzt wieder? Ich höre schon wieder irgendwelche Wildschweine rum, Ärger machen. Holz und Stein, Baustellencamp. Ich setze mal hier irgendwo, wo ich eins hinbekomme, weiß ich noch nicht. Ob ich überhaupt eins hinbekomme, ist die andere Frage. Müsste es eigentlich mehr so hier in der Gegend haben, aber... Da hinten hinzusetzen, macht das jetzt Sinn? Das ist ernst gemeint, weil ich ja eine... Wie war es eigentlich hier nirgendwo im Baustellencamp? So ein bisschen so auf... Dann ist das eben so, dann setze ich das eben auch da noch mit hin, fertig ab. Wir werden ja noch weiter ausbauen, denke ich mal, dann habe ich die Leute eben da. Es ist jetzt nicht so, wie ich mir das erträumen würde, aber ich muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. So, oh, ich habe eine Riesenlast losbekommen. Glaubt nicht, das ist wow, wie Weihnachten und Ostern und alles auf einmal. Okay, da wird Kohle abgebaut. Wir haben genau, Eisenproduktion, die läuft da einigermaßen. Wie sieht's hier jetzt aus? Ich habe keine Silberbarren mehr. Ich habe hier nichts mehr, also auch kein Rohsilber mehr. Kann ich das erstmal sein lassen? Dann wird hier auch erstmal nur Eisen noch produziert. Das, was im Augenblick noch da ist. Okay, wie sieht's hiermit aus? Ich habe von allen 16, 20 wäre besser. Da ist der Auftrag auf Eisenschwerter. Das ist, kann auch erstmal so bleiben. Alles andere ist uninteressant jetzt im Moment. Abenteuergilde. Ich habe noch 6 Silberdegen. Und eine Rüstung, eine leichte Rüstung. Moment. Schneiderei, dann machst du mal 5 davon. Und dann würde ich hier noch 6 Leute rekrutieren. Einfach, damit ich die halt entsprechend in Reserve habe für den Fall des Falles. Ich denke mir, wir werden die noch brauchen. Wahrscheinlich werden wir sogar noch mehr brauchen, aber... Schweißbanditen. Ihr kommt alle noch dran, meine Freunde. Ihr kommt alle noch dran. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. So, wo war ich? So, wo war ich Proviantmacher? Da hatte ich die entsprechenden Dinge in die Wege geleitet. Der ist mit den Eisenschwertern dran. Das ist cool. Wie sieht es hier aus? Hat er noch Silber, der hat Kupfer, der hat ein Silberbarren. Dann machst du noch ein Silberdegen, damit der Silberbarren nicht verbraten wird. Ansonsten gehst du natürlich auch... Hat der überhaupt Eisen oder sowas? Hat der nichts, ne? Der hat Kupfer. Ja, komm, dann machst du hier 10. Verschwerter erstmal, damit ich dann wenigstens schon mal so eine auch so leichte, also einfache Soldaten rekrutieren kann. Die sind mir immer noch besser, als wenn ich gar keine hätte. Mit dem Eisen müssen wir gucken. Was ist hier los? Postiert keine Aufträge ausgewählt.
Nee, das ist, Moment mal, der hat Silber? Ja, dann machst du Silber gegen, mein Freund. 4 Stück. Dann machst du Silberdegen, damit ich hier noch entsprechende Leute rekrutiert bekomme. Wie sieht das mit der Rüstungsschmiede aus? Wir hatten da 16, ne? Ich mal auf 4 und dann mal auf 4 in der Hoffnung, dass das produziert wird. So. Ja. Okay. Ich kann ja hier schon mal. Achso, die sind. Alles klar. Ich gehe hier schon mal hin und werde erstmal 10 Leute rekrutieren, damit die da weiterkommen mit der Produktion. Alles klar. So, das heißt, ich würde hier wieder anfachen, wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Ich mache das erstmal wie folgt. Da kommen oder da sollen die Leute hier entsprechend rekrutiert werden. Die brauche ich erstmal nicht. Hier bin ich mir noch nicht sicher. Ich gehe erstmal hier auf die Wachen, dann schaue ich weiter. Wir müssen auch hier, ne, den Grenzverlauf weiter voranschieben und so. Das ist auch ein Punkt mit. Wir haben hier irgendwo Banditen rumhocken, die uns ja ständig überfallen. Die muss ich ausfindig machen. Wie sieht es mit dem Entdeckerposten aus? Gebäude ist deaktiviert. Das wird jetzt wieder aktiviert. Und dann schauen wir mal weiter. Puh, wir haben die Werwölfe geschlagen. Erst einmal für diese Runde. Es werden nicht die letzten gewesen sein. Also da gehe ich ganz stark von aus. Aber wir haben jetzt erstmal uns etwas Luft verschafft. Wir können jetzt mit dem gewohnten Weg, wenn man so will, weitermachen. Heißt, ich kann jetzt Soldaten rekrutieren. Ich werde versuchen, nach Möglichkeit die Eisenproduktion jetzt hier wieder anzukurbeln, damit wir mit der Waffen- und Rüstungsproduktion weiterkommen. Ich hier genügend Soldaten habe. Ich hier genügend Wachleute habe mit Eisenlanzen. Die brauche ich auch ganz dringend. Damit wir uns hier weiter ausweiten können, damit ich hier meine Siedlung gesichert bekomme und wir mit den Banditen auch mal so langsam aufbauen können. Und dann gibt es ja auch noch irgendwo Schemen. Die müssen wir noch beschämen. Bis dahin macht's gut. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Genießt die Zeit. Macht's gut. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin.